Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Und vielleicht kennt ihr das ja von früher, als man noch in der Ausbildung war. Man ist auf Station bei der Visite zum Beispiel dabei und es wird mit Laborwerten um sich gehauen und die Ärzte reden über Laborwerte. Und ich stand damals eigentlich ziemlich ahnungslos daneben. Ich hatte gar keine Ahnung, worüber die sprechen. Ich hatte ansatzweise eine Ahnung, was ein Blutbild ist, aber alles darüber hinweg wusste ich nicht. Eine Kollegin hat mir nämlich geschrieben, hey, könntest du vielleicht alle wichtigen Laborergebnisse durchgehen? Sowas wie Kreatinin, Troponin, Delimer. Okay, wenn ich alle wichtigen Laborergebnisse durchgehen wollen würde mit euch, dann ja, sitzt ihr und ich stehe morgen noch hier. Und deswegen beschränke ich mich heute auf die drei, die du genannt hast. Kreatinin, Troponin und Delimer. Wenn ihr Videos haben wollt zu anderen Laborparametern, dann schreibt mir das unten in die Kommentare und ich sehe zu, was ich machen kann. Fangen wir an mit Kreatinin. Was ist das? Kreatinin ist das Abbauprodukt von Kreatin. Und zwar sitzt Kreatin in unseren Muskeln drin. Und bei der Verstoffwechselung entsteht daraus ein Abfallprodukt. Und das nennen wir dann Kreatinin. Kreatin ist dafür da, dass unsere Muskeln mit Energie versorgt werden können. Jeder Mensch verliert am Tag 1,5 bis 2% seines Gesamtkreatins, was er hat, durch den Urin. Also wir scheiden es über die Nieren aus. Und jetzt kommen wir auch schon eigentlich, ne, also mal spannend, weil so ein bisschen den Bogen, weil Kreatinin oder in Abkürzung Krea wird ja immer mit der Niere in Verbindung gebracht. Obwohl das Zeug ja eigentlich nicht in der Niere gebildet wird oder sonst was, aber die Niere scheidet Kreatinin aus. Und deswegen kann man anhand des Kreatininwerts die Nierenfunktion beurteilen. Kreatinin ist sowas wie das Pflegestärkungsgesetz. Es ist Müll. Und dieser Müll entsteht durch den Muskelstoffwechsel und gelangt dann ins Blut. Und da können wir ihn dann bestimmen. Warum ist das Kreatinin ein Nierenwert? Naja, unsere Niere ist ja quasi die Müllabfuhr für das Kreatinin. Und wenn der Müll auf der Straße liegen bleibt, dann hat es eine Ursache. Und die liegt in der Regel bei der Müllabfuhr. Das heißt, die Niere hat ihre Funktion verloren oder streikt oder sonst was. Also, der Kreatininspiegel steigt im Blut an, weil wir eine Nierenfunktionsstörung haben. Der Normwert für das Kreatinin, der liegt so bei 0,6 bis 1,2 Milligramm pro Deziliter. Du wirst auch andere Normwerte finden. Guck da bei dir am besten auf den Laborschein, welche Normwerte da angegeben werden. Die unterscheiden sich von Klinik zu Klinik und auch von Lehrbuch zu Lehrbuch. Auch bei Männern und Frauen unterscheidet sich der Normwert, weil Männer in der Regel einen höheren Muskelgehalt haben und deswegen dann in der Regel auch höhere Kreatininwerte. Aber auch bei Kindern sind die Kreatininwerte dann wieder anders oder auch bei betagten Personen. Der Kreatininwert sagt mir also was über die Niere und auch teilweise über die Muskeln. Wenn der Kreatininwert ansteigt, dann kann es sein, dass wir ein akutes Nierenversagen haben, ein chronisches Nierenversagen, eine Exsikose, ja, also ein Wassermangel kann es auch sein. Es kann sein, dass du eine oder der Patient eine Rhabdomyolyse hast. Eine Rhabdomyolyse ist eine Muskelzersetzung. Spezielle Medikamente lassen auch das Kreatinin ansteigen. Oder zum Beispiel auch eine massive Muskelverletzung, eine massive Muskelquetschung, ja, die kann dazu führen, dass das Kreatinin ansteigt. Eine Sache ist wichtig zu wissen. Das Kreatinin steigt im Blut erst an, wenn du schon nahezu 50% deiner Nierenfunktion verloren hast. Das heißt, das Kreatinin wird im Frühstadium der Nierenfunktionsstörung dir überhaupt nicht weiterhelfen. Ein normaler Kreatininwert sagt dir also jetzt nicht, dass mit deiner Niere alles in Ordnung ist. Um das genauer zu bestimmen, gibt es die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate. Das ist ein anderer Laborwert. Ich schneide es kurz an. Der GFR zeigt dir an, wie gut die Waschleistung deiner Niere sozusagen ist. Und der Normwert ist da bei 80 bis 120. Wenn er über 60 ist, dann spricht es noch dafür, okay, da ist noch relativ alles in Ordnung. Fällt er unter 60, dann fängt es an, in der Niere irgendwie rumzuspinnen, irgendwas stimmt da nicht. Also das Kreatinin, beziehungsweise alle Laborwerte, nicht isoliert betrachten, sondern immer sich alles angucken auf den Laborschein und die Klinik des Patienten muss ja auch zu dem Laborwert passen, das kommt ja auch noch dazu. Also, ne, im Hinterkopf behalten, nur weil das Kreatinin normal ist,
heißt es nicht, dass mit der Niere alles in Ordnung ist. In der Praxis, in der Intensivpflege, klar, orientieren wir uns sehr häufig nach dem Kreatinin, weil wenn der hochgeht, dann spricht es dafür, dass der Patient irgendwann mal oder sehr schnell dialysepflichtig wird. Kann es auch sein, dass der Kreatininwert mal zu niedrig ist? Jo, kann es. Hat aber nicht wirklich eine Bedeutung. Ja? Also auf einer Intensiv schon mal gar nicht. Wenn der Kreatinin zu niedrig ist, ja, dann ist es halt. Gut, passiert auf der Intensiv sowieso selten, dass der Kreatinin zu niedrig ist. Eher ist er zu hoch. Kreatinin kann zu niedrig sein bei Personen mit sehr, sehr wenig Muskelmasse, ja, gebrechlichen Personen, die sich einfach nicht mehr bewegen, die Muskeln nicht mehr aktivieren. Vegetarier haben auch ein zu niedriges Kreatinin, das hat aber keine Krankheitsbedeutung in dem Sinne, die nehmen einfach kein Fleisch zu sich. Dann glaube ich auch noch, dass Diabetiker im frühen Stadium ein zu niedriges Kreatinin haben, da weiß ich aber jetzt nicht warum. Ja, fragt er den Arzt deines Vertrauens. Weiter zu Troponin. Wirst du auf Station auch schon gehört haben. Der Patient hat ein positives Troponin. Es gibt verschiedene Troponine im Körper, aber uns interessieren in dem Fall die Herztroponine. Im Herzen haben wir das Troponin T und Troponin I. Und die sitzen in unseren Herzmuskelzellen. Was die da genau machen, kannst du dir in meinem Video zur Kontraktilität angucken. Da erkläre ich kurz, was Troponin ist. Jedenfalls ist Troponin sozusagen ein Biomarker. Das Troponin gibt uns Auskünfte über einen Krankheitsverlauf oder einen Krankheitsprozess. Bei einem Herzinfarkt ist das Troponin der Biomarker für den Herzschaden. Bei einem Herzinfarkt, ich schneide es nur kurz an, ganz einfach, verschließt sich ein Herzkranzgefäß und das Gewebe dahinter wird nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Es stellt also sozusagen seine Arbeit ein. Im EKG kann man nicht jeden Herzinfarkt sehen. Das wisst ihr vermutlich. Deswegen gibt es ja den NSTEMI. Ja, den kannst du im EKG nicht sehen. Deswegen brauchen wir auch noch andere Sachen, um festzustellen, okay, hat der Patient jetzt einen Infarkt oder hat er keinen Infarkt? Und dafür haben wir das Troponin. Troponin steigt aber nicht sofort im Blut maximal an, sondern es braucht eine Weile. Deswegen, wenn du auf einer Notaufnahme arbeitest, dann wirst du es kennen, kommt ein Patient rein, sagt, ich habe Brustschmerzen, man kann erstmal soweit nicht sehen und er hat auch jetzt nicht die akuten Symptome eines Herzinfarkts, dann wird man ihn länger da behalten und nach 4 bis 8 Stunden, je nachdem, nochmal das Troponin kontrollieren, um zu gucken, steigt da was an und er hat dann vielleicht doch einen Herzinfarkt. Also Troponin steigt bei einem Herzinfarkt nicht sofort an, sondern es braucht eine Weile, bis es hochgeht. Der Höhepunkt des Troponinwertes wird so nach 12 bis 96 Stunden nach Ereignis erreicht. Und er hält sich da, ja, die Spanne ist ziemlich weit, 6 Tage bis mehrere Wochen. Deswegen bestimmen Ärzte das Troponin immer wieder nach, um den Verlauf des Ereignisses zu beobachten. Ja, wenn das Troponin anfängt wieder zu sinken, dann spricht es für eine Erholung. Die Normwerte für das Troponin werde ich jetzt hier nicht nennen, weil ich weiß, dass es sehr viele verschiedene Testmethoden gibt und viele verschiedene Normwerte. Guck da einfach bei dir auf dem Laborschein, was als Norm für das Troponin gesehen wird und dann weißt du, wenn der Patient damit ansteigt. Nochmal zur Wiederholung. Troponin sitzt in unseren Herzmuskelzellen. Wenn es da zu einem Ereignis kommt und Herzmuskelzellen untergehen, dann wird das Troponin in die Blutbahn quasi ausgegeben und deswegen können wir es dann im Labor bestimmen und wenn das Troponin, was sonst normalerweise nicht in der Blutbahn ist oder davon nicht viel in der Blutbahn ist, ansteigt, dann wissen wir, okay, irgendwas ist am Herzen passiert. Ich bilde dir mal die ganze Latte hier ein, was eine Troponinerhöhung verursachen kann. Und du siehst, es sind eigentlich alles Sachen, die dem Herz irgendwie Schaden zuführen können. Deswegen, ein Troponinanstieg hat in der Regel was mit einem Schaden am Herzen zu tun. Warum sage ich in der Regel? Naja, es gibt so eigentlich seltene Ausnahmen. Aber es gibt Ausnahmen. Ich glaube, eine Hyperthyreose kann auch einen Troponinanstieg machen. Ein Koronarspasmus, wobei ich das noch relativ gut herleiten kann. Chemotherapeutika, Eingriffe am Herzen, klar, auch OPs können dann zu einem Troponinanstieg führen. Also nicht immer muss das direkt ein Schaden sein durch einen Gefäßverschluss oder so, sondern auch mal gucken, okay, was kann sonst noch dazu geführt haben, dass das Troponin steigt, beziehungsweise das machen dann in dem Fall die Docs. Ja, es gibt zum Beispiel auch spezielle Gifte, ich glaube Schlangengift, was das Troponin ansteigen lässt. Wobei auch da
bin ich mir fast sicher, hat es was damit zu tun, dass das Schlangengift die Herzmuskelzellen angreift. Last but not least, das Delimere. Delimere ist ein Spaltprodukt von Fibrin. Und Fibrin ist wichtig für die Blutgerinnung. Und jetzt erkläre noch mal ein bisschen was. Ich mach's ganz einfach. Das Zusammenlegen von Fibrin und Thrombozyten ergibt was? Ein Blutpfropf. Und das egal, ob jetzt bei einer Wundheilung außen, ich schneide mir in den Finger, oder auch innerhalb des Organismus, zum Beispiel eine Thrombose. Und ja, diese Thrombosen, werdet ihr wissen, die sich dann entwickeln können, lockern sich irgendwann und können in den Organismus reinschießen, ja, in das Herz, in den Kopf und so weiter. Bei der Auflösung dieses Blutgerinnsels, nennt sich dann Fibrinolyse, werden diese quervernetzten Verbindungen des Fibrins gespalten. Und bei dieser Spaltung entstehen viele kleine Fragmente. Und ein Fragment davon ist Delimere. Jetzt weißt du, wo das Delimere herkommt. Und kannst du jetzt vielleicht denken, welches Problem die Docs mit Delimere haben. Delimere ist hochsensitiv. Ist super. Delimere wird relativ schnell erfasst. Das Problem von den Docs ist, sie haben keine Ahnung, woher die Delimere kommt. Also keine Ahnung mit, wenn das auf einmal im Labor steht und sie haben es nicht angeordnet zum Beispiel. Sondern wenn Symptome natürlich auf irgendwas hinweisen, was ein Gefäßverschluss, ein Thrombus, eine Embolie sein könnte, dann ist der Delimere zur Erhärtung der Diagnose natürlich gut. Aber wenn auf einmal ein positives Delimere zurückkommt aus dem Labor und der Patient hat null Symptomatiken dafür, dann müssen die Docs erstmal anfangen zu suchen oder eine Erklärung finden, warum das Delimere denn jetzt erhöht ist. Wenn das Delimere aber negativ ist, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Thrombus irgendwo unterwegs und der Patient hat keine Embolie. Auch hier bei den Normwerten würde ich dich bitten, schau bei dir selber auf dem Laborschein, welche Normwerte ihr habt, weil ich habe da auch mehrere gefunden in den Lehrbüchern. Ich will dich hier nicht verwirren, also schau bei dir im Labor, in der Klinik am besten, welche Normwerte vom Delimere erwartet werden. Delimere kann zum Ende der Schwangerschaft auch ansteigen. Das muss der Doc so ein bisschen im Hinterkopf behalten und wenn du es im Hinterkopf hast, ja umso besser. Denn ja, nehmen wir mal an, eine Dame in den letzten Zügen kommt in die Notaufnahme, hat irgendwas und da wird Delimere bestimmt und das ist leicht wohlgemerkt angestiegen. Dann hat das nicht eine Krankheitsbedeutung, sondern in der Schwangerschaft, im letzten Drittel der Schwangerschaft, meine ich, steigt das Delimere an. Gibt es zu niedrige Delimere-Werte? Nein, gibt es nicht. Selbst wenn es, ja, es hat keine Krankheitsbedeutung. Also nein, zu niedrige Delimere ist gut. Wann ist das Delimere erhöht? Bei jedem thromboembolischen Ereignis eigentlich. Also wenn ein Gefäß verschlossen wird durch einen Thrombus, dann ist das Delimere eigentlich erhöht. Es kann innerhalb von Tagen oder Wochen wieder auf den Normbereich zurücksinken. Die Ursachen für ein erhöhtes Delimere kannst du dir jetzt eigentlich denken. Also jegliche Art der Thrombose, jegliche Art der Embolie führt zu einem erhöhten Delimere. Aber auch Operationen, ja, Sepsis, also Blutvergiftung kann zu einem erhöhten Delimere führen, Verbrauchskoagulopathie, also im Prinzip alles, wo dieser Mechanismus mit dem Fibrin passiert, führt dazu, dass das Delimere ansteigt, mal mehr, mal weniger. Benutzt wird es in der Praxis eigentlich, wie gesagt, um auszuschließen, dass es zu einem Gefäßverschluss kommt, beziehungsweise einem Thrombus oder einer Embolie. Ich werde durch mit den Laborwerten. Das war's zu Troponin, Kreatinin und Delimere. Ich hoffe, das Video war verständlich. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder ich irgendwas besser machen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch rein, welche Laborwerte ihr sonst noch erklärt haben wollt. Und ich würde sagen, macht euch einen ruhigen Dienst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.